Was sind beliebte Fehler, die man in Pokémon Go so macht oder Dinge, die man einfach später irgendwann bereut? Das sehen wir uns heute an. Inspiriert wurde ich dazu durch einen Reddit-Beitrag von vor etwa 3 Monaten, wo wirklich viele Antworten geschrieben wurden. Ich nehme da einige populäre rein und füge auch meine eigenen Fehler und Dinge, die man bereut, hinzu. Fangen wir mal an mit dem Evoli-Namenstrick. Vor allem auch mit der Levelerweiterung. Für Level 42 muss man alle Evoli-Entwicklungen frisch bekommen. Oder aber auch, wenn man irgendein schönes Shiny erhält und dann entweder Aquana, Flamara oder Blitzer gezielt haben möchte. Das sind ja nach wie vor zufällige Entwicklungen. Und es gibt für jede Evoli-Entwicklung einen Namenstrick bei Aquana Rainer, bei Blitzer Sparky, Pyro und alle anderen Namen, die hier aufgelistet sind. Ansonsten muss man eben diese Voraussetzung erfüllen. Kilometer laufen, Herzen sammeln und so weiter und so fort. Und ich war anfangs auch sehr leichtfertig mit den Namenstricks und habe die einfach ohne groß nachzudenken teilweise verwendet. Ich glaube, ich habe fast keinen Trick mehr offen. Einen legendären oder auch mysteriösen Raid zu häufig zu raiden, noch bevor das Pokémon in Shiny verfügbar ist. Mittlerweile kennt man das typische Spielchen. Pokémon kommt in den Raid, kann am Anfang nicht shiny sein, kehrt dann irgendwann zurück, vielleicht mit einer besonderen Attacke. Und irgendwann wird es auch in shiny in den Raid kommen, wie zum Beispiel jetzt Xerneas. Und hier habe ich den Fehler nicht mehr gemacht oder auch bei anderen Pokémon. Xerneas war nicht nützlich am Anfang, Tackle war noch schwächer und es gab kein shiny. Ich hatte, bevor es jetzt zurückgekehrt ist, keine 50 normalen Bonbons, also ich dürfte das nicht oft geradet haben. Nun ist es in Shiny verfügbar und da lohnt es sich dann natürlich mehr. Genauso die Ultrabestien konnten am Anfang nicht Shiny sein, werden bestimmt irgendwann mit Shiny-Möglichkeit zurückkehren. Eine weitere Sache, besonders für zurückkehrende Spieler interessant. Natürlich kann man am Anfang nicht wissen, dass irgendwann die alten Pokémon beim Tauschen zu einer höheren Lucky-Chance beitragen. Doch wer zum Spiel zurückkehrt und direkt ausmisten möchte, das sollte man sich vielleicht zweimal überlegen. Die Chance auf ein Lucky-Pokémon beim Tauschen steigt mit jedem vollen Jahr um 5% Punkte. Und die ganz, ganz, ganz alten aus den ersten Monaten von Pokémon Go, nämlich Juli bis August 2016, da bekommt man 10-mal ein garantiertes Glücks-Pokémon. Und The Silph Road haben vor langer Zeit schon herausgefunden, wie das genau funktioniert. Und zwar die Person, die das ganz alte Pokémon tauscht, darf in weniger als 10 von diesen garantierten Glückstauschgeschäften mit Juli, August 2016 verwickelt gewesen sein. Dann wird es garantiert ein Lucky Trade. Also wenn jetzt jemand wirklich zurückkehrt, den ganz alten Account auskramt, irgendein altes Radfratz tauscht aus dem Juli oder August 2016 und die andere Person, egal welches Pokémon die gibt, das kann ein komplett frisches Pokémon sein, dann wird das ein garantiertes Glücks-Pokémon, jedoch maximal 10-mal. Und ich will natürlich auch immer und immer mehr ausmisten und bevor ich die alten Pokémon verschicke, tausche ich die einfach weg. Dann, wer erinnert sich, früher konnte man die Attacken noch nicht ändern. Es gab keine TMs und ich spreche nicht von Top-TMs, sondern es gab nicht mal normale Sofort- und normale Lade-TMs. Und bei der Entwicklung musste man immer hoffen und bangen. Bitte Gyarados, nicht Windhose. Bitte Arcani, nicht Dampfwalze. Das war jedes Mal so. Und hier haben wohl manche Leute einfach die Pokémon mit den, unter Anführungszeichen, falschen Attacken verschickt. Und ich habe aber, wie ich nun mal so bin und mir alles aufhebe, meine 100er Gyarados nicht verschickt mit Windhose, mein 100er Arcani, welches dann, glaube ich, Dampfwalze bekommen hat, nicht verschickt. Und irgendwann kamen dann TMs. Dann eine Sache, die ich ehrlich gesagt auch ein bisschen bereue, was jedoch nicht so schlimm ist, wenn man es getan hat, das Starter-Pokémon verschicken. Ich habe es nicht mehr, ich habe meinen Starter nicht mehr. Das hat schon, vor allem wenn man so lange spielt, seit dem ersten Tag und da so viel Zeit reinsteckt,
hat das ein bisschen so einen sentimentalen Wert. Die IV und alles, das wäre mir völlig egal. Einfach nur der Datumsstempel 2016, mein erstes gefangenes Pokémon. Das hätte ich gerne. Wäre echt schön, das wieder zu bekommen. Ist jedoch leider nicht möglich. Dann schreiben einige Leute, dass sie es ein bisschen bereuen, bestimmte Events verpasst zu haben. Und ja, kann ich gewissermaßen verstehen. Auf der anderen Seite, lasst euch davon nicht den Spielspaß verderben. Man kann niemals alles bekommen. Es gibt so viele Events und hier ein Hut und da ein besonderes Pokémon. Und Mewtwo in Rüstung, das gab es nur ein einziges Mal. Das kann gerne wieder zurückkehren, wie ich finde. Ärgerlich ist es natürlich vielleicht auch, wenn man irgendein legendäres Krypto-Pokémon in der Rotation bei Giovanni verpasst hat. Und eigentlich hätten wir die bestimmt schon mal irgendwann wieder bekommen. Doch bei Giovanni ist Niantic in letzter Zeit sehr sparsam. Kaum neue Spezialforschungen, das dauert immer Monate. Früher gab es wirklich einmal pro Monat einen Super Rocket Radar. Aber aktuell ist man damit ein bisschen knauserig und geizig. Ja, oder ein Rotom zum Beispiel verschicken, die es nur bei den Photobomb-Snapshots gab und so. Oder das Level 15er Mosquito. Es gibt so ein paar besondere Pokémon, die man sich vielleicht aufheben kann, entweder zum Tauschen oder weil die vermutlich nie wieder oder nur sehr selten zurückkehren. Eine große Kategorie ist auch das Erlösen, wenn wir schon von Krypto-Pokémon sprechen. Und hier will ich aber auch sagen, hey, wenn ihr Bock habt zu erlösen, wenn euch dieser Krypto-Schatten bei eurem Entei stört und ihr danach ein 100er habt und ihr wollt das einfach gerne in 100 in erlöst haben, dann macht es. Aber mittlerweile auch beim Raiden, man merkt es schon sehr, auch wenn ich immer die Konter einblende, die Krypto-Pokémon teilen 20% mehr Schaden aus, bekommen zwar auch 20% mehr Schaden reingedrückt, doch man will ganz viel Schaden beim Raid verursachen und da lohnt sich ein Krypto-Mewtwo natürlich viel mehr und das kann 000 IV haben und ist trotzdem viel stärker als ein erlöstes oder eben ein normales Mewtwo. Und bei einem, keine Ahnung, Krypto-Mammutl, welches man erlöst hat, natürlich vielleicht auch ein bisschen schade, doch das kann man immerhin vielleicht bei den Team Go Rocket-Rüpeln mal wieder zurückbekommen. Krypto-Mewtwo, eine Krypto-Raikou, Entei, Zapdos, da hatte man nur wenige Gelegenheiten und wie schon vorhin gerade beim Giovanni-Thema besprochen, keine Ahnung, wo sie sind oder ob sie jemals wieder zurückkehren werden. Und ein kleiner Blick in die Vergangenheit. Früher die ganzen Habitak, Radfratz oder auch Carpador, wo man sich dachte, hey, die lasse ich liegen, die gibt's so häufig und ich fange die nicht. Ich war nie so, ich habe alles mitgenommen. Sternenstaub, Bonbons, jedes Pokémon ist es wert, gefangen zu werden. Und nun, wo Radfratz zu den seltensten Pokémon zählt, genauso wie Taubsi oder eben auch Habitak, außer das gibt's gerade bei irgendeiner Jahreszeit, bereuen manche wohl, dass sie ihre Radfratz-Medaille nicht auf Platin gebracht haben. Doch kleiner Tipp am Rande, das zählt auch beim Tauschen. Also wenn man ein kleines Radfratz oder ein großes Carpador bei einem Tausch erhält, zählt das ebenfalls für die Medaille. Genauso wie wenn ich einen Dratini per Tausch erhalte, dann zählt das für die Drachenmedaille. Und was haben wir noch? Damit möchte ich das Ganze abschließen. Eine Person hat geschrieben, so, ich bereue es, dass ich ganz viel Sternenstaub, Sonderbonbons und eine Top-Lade-TM für ein 91er Mewtwo ausgegeben habe. Und ich denke mir so, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm jetzt. Wo ist da das Problem? Und hier will ich vielleicht ein paar Dinge zusammenfassen. Erstens, die IV machen im echten Kampfgeschehen fast keinen Unterschied. Ob jetzt ein 82% Mewtwo, ein 91% Mewtwo oder ein 100% Mewtwo, man wird keinen Unterschied bemerken. Pusht einfach ein cooles Shiny, wenn ihr wollt. Lasst euch von niemandem dreinreden. Das ist keinesfalls irgendwie ein Fehler oder was, was man bereuen sollte. Denn man zockt im Hier und Jetzt und will ja auch Spaß mit seinen Pokémon haben. Und klar, vielleicht kommt irgendwann anstelle des 91ers ein 93er oder dann noch ein besseres daher. Aber weder den Sternenstaub noch die Elite-TMs oder Top-TMs kann man sich mit ins Grab nehmen und einfach die Ressourcen, die man hat, auch ausgeben und ein bisschen genießen. Da sagte er, während er 55 Millionen Sternenstaub am Konto hat.
Und damit würde ich mal sagen, soll es das für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.